Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Half-Life Blue Shift. So, in der letzten Folge haben wir da unten gesessen und kamen nicht so richtig vorwärts. Denn keine Munition mehr, nur noch 7 HP. Und ich habe das jetzt mal übersprungen und bin quasi eine Ebene weiter. Also nicht eine Ebene, sondern bin hier einfach nur in den Lüftungsschlacht geschlichen. Und jetzt. Na, komm schon. Und jetzt schauen wir einfach mal weiter, wie gut wir hier zurechtkommen. Oh, guck mal, wir sind tot. Oh, blödes Mistvieh. Na, komm schon. So ja mal nicht, ne? Aber ich würde natürlich auch irgendwie gerne wissen. Okay, von hier sind wir gekommen. Da geht's nicht weiter. Super echt, ey. Diese Lüftungsschächte sind. So prädestiniert für Fallen. Ach, ich hab dich gesehen. Mein Freund. Hui. Also ohne Munition keine Chance, ne? Alter, willst du mich verarschen? So, das Problem ist, der kommt ja noch von unten. Boah. Das kann doch nicht euer Ernst sein, ohne Witz. So, als erstes speichere ich jetzt mal hier ab. Super, jetzt haben wir keine Taschenlampe mehr. Voll super. Okay, das mussten wir tun. Denn ich hatte keine Alternative, wenn ich ehrlich sein soll. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier nicht unbedingt was auf uns wartet. Wir brauchen so dringend Munition. Und hier findet sich nichts, ne? Dieses Scheißspiel hier, so. So, da unten ist natürlich Munition. Schnell. Eine schusssichere Weste auch. Sehr schön. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich hier auch noch irgendwas gehört habe. Ach, okay, das ist die andere Seite von dem Ding, wo wir waren. Von dem Lüftungsschacht. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Munition. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Super, da oben stehen aber. Da stehen aber Leute. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht freundlich sind. Oh oh. Super Sache.
Ja, wie sollen wir denn an denen vorbeikommen? Alter, die sind gepanzert wie was weiß ich was. Oh. So, ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Ich weiß nur, dass ich hier nicht so sehr sicher bin. Let's go! Tja, ich habe keine Ahnung, ne? Das ist, okay, einen haben wir getötet. Wo ist denn der zweite? Hat er sich selbst getötet? Dann müssten aber doch hier eigentlich irgendwo Waffen rumliegen, ne? Ah, komm schon, ich brauche Munition. Ah, verdammt. Okay, egal. So, komm her, mein Freund. Hallo. Danke für Ihre Hilfe, aber ich fürchte, dass diese Bastarde schon ganze Arbeit geleistet haben. Wenn Sie glauben, dass Sie vom Frachtlager aus entkommen können, vergessen Sie es besser. Das Militär schnappt sich alles, was sich bewegt und bringt es entweder gleich um oder nach oben zum Verhör. So viel zum Thema Rettung. Ein Kollege und ich hatten unseren eigenen Fluchtplan und waren schon unterwegs zu den alten Prototyp-Laboren, als Sie uns geschnappt haben. Hören Sie, wenn Sie hier leben... So, ich bin auf jeden Fall erstmal froh, dass wir da durchgekommen sind. Kann Ihnen nur noch mein Freund helfen. Ich habe ihn zuletzt gesehen, als ihn die Soldaten zur Oberfläche gebracht haben. Immerhin war er da noch am Leben. Er ist der Einzige, der das notwendige Wissen hat, damit unser Plan funktionieren kann. Okay. Wenn Sie es an den Soldaten vorbeischaffen, suchen Sie Dr. Rosenberg. Mit ihm zusammen haben... Ich glaube, der hat es nicht mehr... Nicht... Eieiei. Drecksack. Ich seh dich, mein Freund der Sonne. Tja, das hast du jetzt davon. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die cleverste Idee ist, die Munition von der Magnum jetzt hier schon zu verbrauchen, aber ich habe gerade nicht viel Wahl, denn die Typen sind ein bisschen zu heavy für mich. Wenn ich ehrlich sein soll. Und die Magnum ist da doch eine ganz große Hilfe. Okay, ich speichere hier gerade mal. Oh, oh. Okay, hier war natürlich nichts, ne? Natürlich nicht.
Und ich weiß nicht, ob wir hier lebend rauskommen. Storage Room ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Oh, da draußen wird geschossen. Ich würde aber gerne hier... Oh, ja. Hitpoints sind super. So, das speichere ich gerade nochmal. Jetzt weiß ich aber gar nicht, ob ich hier raus möchte wieder. Hier geht's noch weiter. Auch Munition. Und oder Hitpoints. Okay, ich speichere das hier gerade nochmal. Aber ich weiß gar nicht, ob ich nicht lieber die Treppen weiter raufgehen möchte. Yard Manager. Oh, da oben habe ich einen gesehen. So, der ist tot. Komm her, mein Freund. Dich kriege ich auch. Bleib doch mal stehen jetzt, ohne Witz. Der ist verdammt flink, der Kamerad. Okay, ich weiß natürlich nicht, ob da noch mehr sind. Komm schon. Oh, die sind echt zäh. Aber zumindest gibt uns das wieder ein bisschen Munition. Okay, da ist zu, aber hier oben scheint da wieder ein neuer gekommen zu sein, oder? Third Floor. Schauen wir mal. Hier ist auch zu. Okay, alles klar. Kein Problem. Dann gehen wir hier rum. Oh, oh. Ja, ja, habe ich gesehen. Alter. Boah, sind das Drecksäcke. Okay, mal gucken, ob wir die irgendwie aus der Ferne angeschossen kriegen. Das ist irgendwie immer mein einziges Hilfsmittel. So, den hätten wir schon mal. Da ist noch einer. Eieiei, das ist keine gute Idee. So, komm mal auf die kleine, dreckige Schlampe, du. Verdammt, da hinten kommt schon wieder einer. Boah, keine Chance gegen diese Typen, ne? Keine Chance gegen diese blöden Typen, ey. So.
das gibt's echt nicht. Okay, pass auf, wir probieren das nochmal. Aus der Ferne klappt das ja mit den Kopfschüssen irgendwie ganz gut. Verdammte Hacke, ohne Witz. So, ich will mich nicht festlegen, aber... Da oben sitzt einer. Ich habe den gesehen. Der mich auch. Aber ich kann ihn von hier nicht treffen. Da ist er doch. So. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich das speichern sollte. Ich mach das einfach mal. Eieieiei. Oh, hier ist noch ein Gewehr. Super. What? Warum nicht? Was machst du jetzt? Okay, komme ich da eventuell irgendwie rauf? Ach, sieh mal, guck. Wie schön ist das denn? Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, hier speichern wir mal. Wir sind ganz gut vorangekommen, haben wir echt viel Energie verloren und das ist irgendwie ziemlich blöd. Naja, zum Glück haben wir wieder ausreichend Munition gefunden, also zumindest vorerst, und werden mal schauen, wie wir das hier weiter über die Bühne kriegen. Das sind auf jeden Fall heftige Gegner, muss man sagen, und wir sind mehr als einmal in die Bredouille gekommen, aber wir werden das hinkriegen, glaube ich. In diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein paar Kommentare da, gerne ein Däumchen, diskutieren, philosophieren, ihr wisst schon, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Half-Life Blue Shift wieder. Bis dahin, tschüss! We'll be right back.